Am ersten Tag in Eugendorf haben wir das schöne Wetter noch ausgenutzt und haben eine E-Bike-Tour gemacht, einmal um den Wallersee. Es hat mir mega gut gefallen. Gestern waren wir dann auch noch mal mit dem E-Bike unterwegs, sind einmal komplett durch Salzburg durchgefahren, bis zum Schloss Hellbrunn und wieder zurück nach Eugendorf. Und ja, jetzt heute erkunden wir hier noch in Salzburg die Innenstadt. E-Bike bin ich vorher jetzt noch nicht gefahren. Ich habe kurz gebraucht, mich ein bisschen einzugewöhnen, weil es schon ein bisschen was anderes ist zu einem normalen Fahrrad. Aber gerade für lange Touren finde ich es total entspannt. Also Eugendorf als Ausgangspunkt, gerade für eine Reise nach Salzburg, finde ich total cool, weil man sehr schnell in der Stadt ist, entweder mit dem E-Bike, wie wir es gestern gemacht haben, oder natürlich mit dem Bus. Aber man hat eben auch seine Ruhe, man ist total nah an der Natur, kann schön in der Umgebung wandern gehen oder sich auch die Seen anschauen. Hi, ich bin Janina, ich bin 29 Jahre alt, komme aus Stuttgart und ich schreibe auf meinem Blog Janis View über meine Reisen und meinen Alltag.